Puh. Also, das ist doch. Also, irgendwo hier muss es doch weitergehen. Autsch, verdammter Mist. Das ist doch. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ach, jetzt haben Sie mich aber erschreckt. Ich dachte, ich wäre allein auf weiter Flur. Sie haben wohl auch einen Kampf gegen das Unterholz ausgefochten, dem Zustand Ihrer Hose nach zu urteilen. Wollen wir uns ein wenig setzen? Einen moosbewachsenen Felsen in Ehren kann niemand verwehren. Das tut gut. Tja, also, um ehrlich zu sein, ich habe nicht den leisesten Hauch einer Ahnung, wo ich bin. Ich weiß nicht mal, wie ich hier gelandet bin. Ihnen geht es auch nicht anders? Ja, aber schön ist es hier ja schon, allen Widrigkeiten zum Trotz. Das Gezwitscher der Vögel, das Rauschen der Blätter, richtig befreiend. Ja, Freiheit war irgendwie das ganze Leben lang mein Thema. Das fing schon an, als ich noch ein kleiner Knirps war. Damals dachte ich mir, wie herrlich frei die Erwachsenen doch alle sind. Sie dürfen Schokolade essen, so viel sie wollen, Sie dürfen aufbleiben, solange sie wollen, und sie dürfen im Fernsehen schauen, was sie wollen. Aber warum sie trotz Schokolade aufbleiben und Fernseher immer so grimmig dreinschauen, das habe ich allerdings nicht verstanden. Mir war nämlich nicht bewusst, dass sie im Gegenzug viele Dinge tun, die sie nicht tun wollen. Je älter ich wurde, desto mehr wurde mir klar, was jemand schon vor langer Zeit wusste. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Und genau das bedeutet für mich Freiheit. Nicht tun zu müssen, was man nicht tun will. Aber die meisten Erwachsenen, die ich als Kind gesehen habe, waren nicht frei. Um Geld zu verdienen, haben sie fast den ganzen Tag lang Dinge getan, die sie nicht tun wollen. Und sogar in ihrer spärlichen Freizeit haben sie Dinge getan, die sie nicht tun wollen, weil sie es ihrem Partner, ihren Verwandten oder ihren Freunden recht machen wollten. Damals sagte ich mir, nein, wenn ich erwachsen bin, werde ich nicht so sein. Und dieser Wunsch wurde noch stärker, als ich die Schulbank gedrückt habe. In der Schule lernt man ja wunderbar, Dinge zu tun, die man nicht tun will. Und darin auch noch so gut zu sein, dass man es zu Wohlstand bringen kann. Wohlstand hat mich allerdings nicht interessiert und auch die anderen Kinder haben sich nicht darum geschert. Wir alle wollten einfach nur leben. Wir waren jung und es gab doch so viel zu entdecken. Welchen Stellenwert hat da schon Wohlstand? Zum Entdecken braucht man in erster Linie Freiheit. Der Falke dort oben zum Beispiel. Wie viel würde er entdecken, wenn er nicht frei durch die Lüfte fliegen könnte, sondern mit einem schweren Sack voller Geld an seinen Beinen auf dem Boden herumschlurfen müsste? Also schwor ich mir als kleiner Knirps mit dem Pathos eines großen Freiheitskämpfers, um keinen Preis der Welt werde ich als Erwachsener Dinge tun, die ich nicht tun will, nur um einen vollen Geldbeutel zu haben. Naja, letzten Endes tat ich diese Dinge dann doch. Man hat leicht reden, wenn man noch bei seinen Eltern wohnt und sich um nichts kümmern muss. Aber sobald man auf eigenen Beinen steht, wird der Wunsch nach Wohlstand und Sicherheit plötzlich ganz groß und der Freiheitskämpfer in einem drinnen ganz klein. Also landete ich irgendwann in Jobs, in denen ich mich unfrei fühlte. Und als wäre das nicht genug, geriet ich auch noch in Beziehungen, in denen ich mich unfrei fühlte. Dafür gab es nur einen einzigen Grund, die Angst. Sie ist der größte Feind der Freiheit. Denn sie ist der einzige Beweggrund dafür, Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht tun will.
Man geht einer Arbeit nach, die keinen Spaß macht, weil man Angst hat, sonst finanziell unter die Räder zu kommen. Und man erfüllt scheinbare Verpflichtungen in der Partnerschaft oder unter Freunden und Verwandten, weil man Angst hat, sonst nicht geliebt zu werden. Wie gesagt, auch ich habe mich so von der Angst durchs Leben leiten lassen. Aber der Freiheitskämpfer in mir, den ich einst in meiner Jugend kennengelernt habe, hat mich nie verlassen. Er hat lediglich seinen Winterschlaf abgehalten, bis ich reif und stark genug für ihn war. Und je reifer und stärker ich wurde, desto öfter meldete er sich wieder zu Wort. Das merkte ich daran, dass mir der emotionale Preis, den ich für mein von Ängsten geleitetes Leben zahlen musste, einfach zu hoch wurde. Ich wollte frei sein. Ich wollte mich erfüllt fühlen. Ich wollte glücklich sein. Das erkannte ich mehr und mehr, vor allem als ich älter wurde und immer mehr Menschen in meinem Umfeld krank wurden oder starben. Ich begriff, dass ihr Streben nach Wohlstand und Sicherheit sie in keiner Weise vor diesem Schicksal bewahren konnte. Klar, ein Leben in Freiheit, also ohne materielle und gesellschaftliche Ketten, ist natürlich auch kein Garant für Gesundheit und beschert einem gewiss kein ewiges Leben. Aber zumindest weiß man am Ende seiner Tage, dass man versucht hat, sich selbst gerecht zu werden. Tut mir leid, manchmal rede ich wie ein Wasserfall. Vor allem dann, wenn... Psst, hören Sie das auch? Ja genau, dieses Geräusch klingt ganz schön sonderbar, oder? Irgendwie wie ein Vogel, aber irgendwie auch nicht. Naja, wahrscheinlich ist es tatsächlich nur ein Vogel.